zusammen. Ja, der Anfang des heutigen Videos ist ein bisschen anders und das Video heute ist auch etwas anders. Und zwar habe ich mir überlegt, ja, was malst du jetzt zum zweiten Advent 2022? Jetzt schon wieder so ein Standard-Weihnachtsbild, auch wenn sich sicherlich ganz viele von euch das wünschen. Ich habe dann beschlossen, was Abstraktes zu malen, eine abstrakte Winterlandschaft. Und warum? Das will ich euch ganz kurz erklären, weil mir das sehr wichtig ist. Die erste Frage ist natürlich, warum überhaupt abstrakt? Warum kann ich nicht einfach eine normale Winterlandschaft malen? Ja, weil gegenständlich manchmal für mich langweilig wird. Ich male immer und immer wieder die gleichen Bilder, die gleichen gegenständlichen Bilder und manchmal habe ich einfach einen Drang dazu, Sachen zu vereinfachen. Da gibt es auch noch eine philosophische Komponente. Ich werde dieses ganze Thema entweder mal in einem Livestream oder in einem extra Video nochmal ausführlich behandeln. Ich glaube einfach, dass es eine Tendenz gibt, in unserer sehr komplexen Gesellschaft Dinge zu vereinfachen. Und ich spüre halt auch bei mir, dass ich immer wieder so eine Tendenz habe, Bilder zu vereinfachen. Der zweite Grund ist halt relativ einfach, raus aus der Komfortzone, neue kreative Herausforderungen suchen. Und dazu zählt halt drittens, ganz entscheidend für mich als gegenständlicher Künstler, wie funktioniert eigentlich abstrakte Kunst? Und ich habe da halt einen Ansatz, der für mich sehr gut funktioniert und wo ich einfach glaube, dass der für viele, die mit der Malerei querstrich abstrakten Malerei beginnen, halt ganz nützlich sein kann, nämlich ein gegenständliches Foto zu nehmen und das maximal zu vereinfachen. Ich will eigentlich schon lange dazu mal ein Video machen, jetzt habe ich einen Künstler auf Instagram entdeckt, Adam David Taylor, das ist ein walisischer Künstler, ich verlinke seinen Instagram-Account unten in der Videobeschreibung und der macht das einfach absolut genial, der hat so tolle Farben und der hat mich halt inspiriert dazu, halt auch dieses Motiv zu malen. Okay, genau diesen Ansatz, nämlich aus der gegenständlichen Ecke in die abstrakte Malerei reinzukommen, den beschreibe ich ausführlich auch in meinem Buch Abstrakte Malerei, weil der mir persönlich sehr geholfen hat. Falls das Buch ausverkauft sein sollte, dann wartet bitte einfach, es wird mit Sicherheit wieder demnächst nachgedruckt. Das gilt für alle meine Bücher. Okay, jetzt steigen wir mal ein. Ja, ich habe mich nicht so ganz entscheiden können zwischen diesen zwei Motiven. Deswegen werde ich jetzt einfach zwei Leinwände vorbereiten und zwar grundiere ich sie mit Schwarz, weil ich glaube, dass der Herr Taylor das bei seinen Bildern auch macht und ich mir vorstellen könnte, dass das wirklich einen super Effekt gibt, wenn man danach mit anderen Farben drüber arbeitet, weil ich dann so eine gewisse Schwere in dem Bild drin habe und das macht sich tatsächlich auch in einem abstrakten Bild bemerkbar. Ich verwende also Eisenoxidschwarz und auf geht's! So, der Hintergrund ist trocken. Ich habe beschlossen, jetzt dieses Bild zu nehmen. Und da ich aus dem Gegenständlichen komme, habe ich weiterhin beschlossen, dass ich diese Baumgruppe ein ganz klein wenig nach links schiebe. Ich werde auf den Hintergrund jetzt einen zweiten Hintergrund malen mit Preußischblau, lichten Ocker und Weiß. Ja, und das heute halt auch ein bisschen um die Theorie geht. Erstens mal mische ich die Farben nicht komplett aus, sodass ich hier viele unterschiedliche Farben habe. Dann seht ihr, dass der Untergrund teilweise durchschimmert. Das ist halt gewollt. Und schließlich habe ich dann entschlossen, den Hintergrund einheitlich zu machen. Also keine Wasserfläche und Himmelfläche, die unterschiedliche Farben hat, zu verwenden, sondern alles in einer Farbe. Das übliche Problem, dass die Farben halt relativ schnell auf dem Pinsel trocknen, wenn man so große Flächen macht, ist hier gar nicht schlecht, weil, wie ihr seht, ich habe noch viele unterschiedliche Farben und je nachdem, wie ich die ablege, bekomme ich eben auch unterschiedliche Farbtöne. Das finde ich total super. Noch ein Tipp, wenn ihr eine neue Farbe anmischt, dann am besten neben der, die ihr vorher gemischt habt, also wenn ihr die gleiche Farbe mischen wollt, dann könnt ihr sehr gut kontrollieren, ob ihr den Farbton erreicht habt. Also ich sehe zum Beispiel hier, dass ich jetzt zu viel Weiß und zu viel Gelb habe. Deswegen mische ich jetzt einfach ein bisschen Blau dabei. Jetzt brauche ich ein bisschen lichten Ocker noch.
Und da seht ihr, habe ich wieder exakt die gleiche Farbe. So große Farbflächen, die trocknen relativ schnell, kann ich also sofort weiterarbeiten. Und zwar werde ich jetzt in diesem Schritt die Baumgruppe und diesen etwas dunkleren Horizont mit weiteren Bäumen einfügen. Dazu verwende ich eine Mischung aus Penzgrau und ein bisschen Preußischblau. Und da gehe ich jetzt mutig rein und überlege auch gar nicht lange. Das Einzige, was ich überlegt habe, wo ich diesen Strich mache, Drittelregel, gibt es ein Video dazu von mir. Und jetzt mögen sich die abstrakten Maler, die sagen, ja, hör auf deine Intuition, vielleicht jetzt ein bisschen wundern. Ich finde, dass das kein Widerspruch ist. Also ich kann mit bildkompositorischen Mitteln aus der gegenständlichen Malerei meiner Meinung nach durchaus auch im abstrakten Bereich arbeiten. So, und jetzt kommen hier die Bäume hin. Ja, wird jetzt doch wieder ein bisschen gegenständlich. Aber ich denke, so kann ich das jetzt erstmal lassen. Und jetzt füge ich gleich noch hier noch eine Sonne rein mit Indischgelb. Aber dafür warte ich wirklich, bis der Untergrund komplett trocken ist. Ja, die Farbe ist trocken, also kann ich hier meine Sonne oder was immer es ist einfügen. Ich habe jetzt hier Indischgelb, das ist schon was älter. Etwas steif, aber bekommen wir hin. Fertig wäre das abstrakte Bild. Und da das so viel Spaß gemacht hat, nehme ich mir gleich das nächste vor. Das Vorgehen ist das gleiche. Ja, der zweite Schritt ist hier halt ein bisschen anspruchsvoller, weil ich jetzt wirklich hingehen muss, mir überlegen, wie ich jetzt da diesen Berg möglichst stark vereinfache. Und ich habe so den Eindruck, als wenn hier so ein Viereck ist und dann geht es hier so schräg runter, und das mache ich jetzt halt wieder auch mit den gleichen dunklen Farben, die ich im ersten Bild verwendet habe. Ja, was nicht so klug ist, ist halt jetzt in die feuchte Farbe reinzuarbeiten. Aber egal, machen wir einfach. Aber hier seht ihr im Vergleich zur Vorlage, dass ich extrem vereinfache hier vorne diese helle Fläche, dieses komische Dreieck, das hier vorne ist, das lasse ich komplett weg. Ich habe hier ziemlich klare Pinselspuren zu erkennen, die möchte ich eigentlich nicht so gern haben, deswegen gehe ich jetzt mit dem Malmesser nochmal drüber. Gehe jetzt absichtlich hier an der Kante so ein bisschen über die aufgespachtelte Farbe drüber, weil ich damit so ein bisschen mehr, ja, ein bisschen mehr Entfernung reinbekomme. Sieh an, der gegenständliche Künstler ist wieder am Arbeiten. So, für den Bereich werde ich wieder das Indischgelb nehmen, aber ein bisschen Rot dabei mischen. Mische ein bisschen was von dem lichten Ocker dabei. Ganz klein wenig von dem Kraft noch. Und noch mehr Weiß. Hier an der Stelle hier vorne sind nur zwei helle Flecken, die füge ich jetzt auch noch ein. Ja, und damit würde ich sagen, ist das Bild für mich fertig. Und ich muss ehrlich sagen, es gefällt mir außerordentlich gut, auch wenn ihr das vielleicht als merkwürdig findet. Aber ich hoffe, dass einige von euch das nachvollziehen können, was so spannend ist an dieser Art zu malen. Ich würde mir wünschen, dass ihr euch das einfach mal traut und mal ausprobiert. Es macht wirklich unendlich viel Spaß, und die Bilder, die dabei rauskommen, haben, finde ich, einen ganz eigenen Charme. Also das zum Beispiel jetzt in einem schönen Schattenfugenrahmen, in einem Aluminium-Schattenfugenrahmen, sehr sensationell aus an der Wand, natürlich dann auch deutlich größer. Ja, ich blende euch vielleicht hier mal so ein paar Beispiele ein, wie das aussehen könnte. Ja, wie immer, viel Spaß beim Nachmalen, und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.